So, du weißt jetzt bestimmt schon, was H5P ist und was man grundsätzlich damit machen kann. Und jetzt möchtest du es vielleicht weiter ausprobieren. Sei es einfach nur mal gucken, okay, was gibt es denn noch? Oder du willst auch Inhalte erstellen. Und dafür habe ich dir mal drei Möglichkeiten rausgesucht. Und ich gehe kurz darauf ein, wofür die gut sind und wofür vielleicht auch nicht. Ja, machen wir das einfach mal. Nummer 1, das ist letztlich der Klassiker, das ist h5p.org. Das ist super, wenn man einfach mal schauen möchte, was gibt es denn da für Inhaltstypen, die ich erstellen kann. Also welche Möglichkeiten habe ich grundsätzlich? Und dann geht man hier oben auf Examples und Downloads und dann bekommt man diese Liste und jedes dieser Bildchen steht halt für eine bestimmte Interaktion, die man mit H5P durchführen kann. Also Beispiel Dictation. Wenn man aus dem Sprachbereich kommt, kann man damit Diktate abbilden. Dialog Cards sind Flashcards, Vorderseite, Rückseite, wie man das zum Lernen von Vokabeln kennt. Es sind Wortsuchspiele dabei, es sind interaktive Videos dabei, es sind ganz viele Sachen dabei. Also wenn man einfach mal gucken will, was man damit machen kann, geht man auf h5p.org und klickt hier auf jedes Beispiel mal drauf und schaut sich das an. Das ist super. Man kann hier auch Inhalte erstellen. Das geht, wenn man sich hier ein kostenloses Konto anlegt. Dann kann man sich hier einloggen, kann Inhalte erstellen. Die bleiben auch gespeichert, das ist kein Problem. Man kann die im Prinzip sogar lagern. Ich gehe da an einer anderen Stelle nochmal drauf ein. Sollte man einfach nicht tun, weil das mittlerweile Hunderttausende von Leuten machen und die Server dann häufig mal überlastet sind. Was man nämlich deshalb jetzt hier nicht mehr machen kann, man kann sich zwar alles angucken, man kann aber nicht mehr alle Inhalte erstellen. Einige Sachen sind dann einfach rausgenommen worden, um das ein bisschen unpopulärer zu machen. Also die kann man so nicht testen. Wenn man das doch machen möchte, also wenn man alles testen möchte, gibt es eine zweite Möglichkeit. Das ist diese Seite hier, das ist apps.zum.de, also apps.zum.de. Ist im Prinzip das gleiche, ist die gleiche Software natürlich dahinter, H5P. Ist ein bisschen anders aufbereitet. Also man kann sich auch hier anmelden und registrieren und dann kann man hier Inhalte erstellen. Also ihr seht schon so ein paar, die andere Leute hier erstellt haben. Und jetzt fragt euch vielleicht, okay, andere Leute, warum sind die denn da sichtbar? Das ist der Deal, den man hier eingeht. Also man kann hier kostenlos Inhalte erstellen, man kann die da auch lagern und kann die dann irgendwie anderen Leuten zeigen, also indem man ihnen den Link schickt. Aber der Deal ist, das müssen offen lizenzierte Sachen sein, die man da erstellt und die müssen auch anderen zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, alles, was ihr hier seht, sind halt Sachen, die andere erstellt haben. Könnt ihr mal drauf gucken und die sind dann aber immer sichtbar. Also so kann man es auch ausprobieren, so hat man vielleicht sogar eine Möglichkeit zum Lagern, aber ist halt der Deal, ne? Das ist für alle immer sichtbar und es muss offen lizenziert sein. Dritte Möglichkeit, wenn man wirklich einfach nur mal Inhalte erstellen will, dann kann man auf diese Seite hier gehen. Die heißt Einstieg h5p.de. Die seht ihr auch hier schon. Und da muss man sich nicht anmelden, so auch kein Problem. Man kann hier sofort loslegen, indem man hier auf diesen blauen Knopf drückt, Testinhalt erstellen. Ich deute das nur mal an. Ich zeige das ja eh noch an anderer Stelle, wie das geht. So, und dann klicke ich da drauf und jetzt kann ich hier Inhalte erstellen. Könnte ich loslegen. Ne? Könnte einfach nur eine Tondatei sein oder ein Video oder so ein Wortsuchspiel. Kann man alles ausprobieren, so überhaupt kein Thema. Nachteil hier ist, das wird nach 6 Stunden gelöscht automatisch. Das ist wirklich eine Seite, die ist gedacht dafür, um H5P mal schnell ausprobieren zu können. Also wenn ihr wirklich nur mal testen wollt, okay, was kann ich damit grundsätzlich machen? Da würde ich eben die Seite empfehlen, ne? Also h5p.org und sich die ganzen Beispiele angucken. Und wenn ihr dann sagt, okay, ich möchte die auch erstellen und das mal ausprobieren, ohne mir jetzt was installieren zu müssen, dann würde ich auf Einstieg h5p.de gehen. Und ja, da könnt ihr das, wie gesagt, könnt ihr alles erstellen, ausprobieren, geht nichts kaputt, ist halt nach 6 Stunden wieder weg. Und wenn ihr das dann doch dauerhaft benutzen wollt, dann müsst ihr im Kurs nochmal weiterschauen. Das erkläre ich an einer anderen Stelle.